Die Ursache von Parkinson ist eine Ablagerung eines Eiweißes, genannt Alpha-Synuclein, in verschiedenen Nervenzellen des zentralen Nervensystems, aber nicht nur im zentralen Nervensystem, sondern auch im Nervensystem, welche vegetative Funktion steuert, also das autonome Nervensystem, und im Magen-Darm-Bereich. Im Laufe der Erkrankungen betreffen diese Eiweißablagerungen auch einen besonderen Kern im Bereich des Mittelhirns des Hirns, die sogenannte schwarze Substanz oder auf Lateinisch Substantia nigra genannt. Und dieser Bereich des Hirns steuert mit dem Botenstoff Dopamin verschiedene Bereiche des Hirns an. Und da diese Nervenzellen schrittweise untergehen, kommt es zu einem Mangel an diesem Botenstoff. Diese können durch medikamentöse Therapien dann auch ersetzt werden. Die Diagnose einer Parkinson-Krankheit ist primär eine klinische Diagnose. Andererseits wird auch noch apparative Diagnostik durchgeführt, um zum Beispiel andere Ursachen auszuschließen. Dazu gehört eine Bildgebung des Hirns, Untersuchungen des autonomen Nervensystems, und in unklaren Fällen können auch noch nuklearmedizinische Untersuchungen hinzugezogen werden. Meistens tritt eine Parkinson-Krankheit erst im späteren Alter auf, so zwischen 55 und 60 Jahren. Es gibt natürlich auch frühere Fälle, meistens mit einem genetischen Hintergrund. Die ersten Anzeichen einer Parkinson-Krankheit sind variabel. Tatsächlich ist es so, dass die ersten Symptome meistens von den Patienten gar nicht bemerkt werden und gar nicht mit der Beweglichkeit zu tun haben. Oft ist es eine Riechstörung, eine Verdauungsstörung im Sinne einer Verstopfung oder eine Schlafstörung, vor allem des Traumschlafes, oder auch Stimmungsveränderungen. Und erst nach 10, 15 Jahren treten dann erste Symptome mit Bewegungsstörung auf, wie zum Beispiel ein einseitiges Zittern, eine einseitige Unterbeweglichkeit, muskuläre Schmerzen oder auf eine Steifheit der Muskulatur zurückzuführen sind. Manchmal gibt es akute Verschlechterungen des Parkinson-Syndroms, die einfach durch banale Infekte oder durch eine Austrocknung ausgelöst werden, die dann aber im ambulanten Rahmen nicht mehr genug aufgefangen werden können. Da können wir zum Beispiel eine Parkinson-Komplextherapie anbieten. Das ist eine interdisziplinäre, multimodale, 2- bis 3-wöchige stationäre Aufenthalt mit sehr intensiven Therapieeinheiten mittels Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie und auch begleitende Musiktherapie und Entspannungstherapie und Biofeedback zum Beispiel. Ich denke, es ist essentiell, dass die Parkinson-Patienten nicht nur einfach eine medikamentöse Behandlung auch im ambulanten Rahmen erfahren, sondern auch an intensiven Therapieeinheiten auch ambulant teilnehmen. Das sollte eigentlich eine sportliche Betätigung oder therapeutische Übungen von 3 Stunden die Woche sein. Andererseits halte ich das für persönlich sehr wichtig, dass die Patienten auch was für sich tun, dass sie die Selbstwirksamkeit erleben, dass sie auch etwas gegen die Erkrankung tun können. Und das kann zum Beispiel angefangen von Tischtennis zu Tai Chi zu Tango irgendwas sein, was dem Patienten gut tut und was die Beweglichkeit erhält.